das ist aber gleich wieder vorbei, ne? Macht dir nichts. Zumindest ist es ganz praktisch, dann weiß ich, wo die ganzen Pappen einmal rumhängen, ne? Hennes! Claudi! Hey! Hast du dir in letzter Zeit mit die Ohren gewaschen? Magst du Techno? Das ist meine absolute Lieblingsmusik. Das war's, glaube ich. Grüße von Hennes. Jeanette. Hallo, Claudi. Hi. Schon gewusst, wer zuerst kommt, mal zuerst. Ach so. Malt mit Haar. An der Mühle. Also nicht das Bild. Huch. Ja, das macht, glaube ich, auch irgendwie eher Sinn. Wer zuerst an der Mühle ist, darf zuerst seinen Schrot malen. Ja, es ist, ja. Meine Pechsträhne ist vorbei. Gestern habe ich einen großen Stahlkopfforelle gefangen. Ich freue mich auf deine Hilfe. Beste Wünsche! Ja, das habe ich auch noch nie gelesen, den Satz vorher. Eigentlich immer nur gesagt. Und ja, in meinem geistigen, vor meinem geistigen Auge hatte das kein Haar. Das war, ja. Hallo, Claudi. Es muss toll für dich sein, Post von mir zu bekommen. Das ist meine Art, Danke zu sagen. Fang Reg jetzt aber bloß nicht an zu heulen. Nach dem Klo Hände waschen. Siggi. Ja. Hoffen wir, ne? Das mit dem Händewaschen. Hallo, Claudi. Hey, ich bin's, der Helmut. Danke für deine Post. Oh, Winfried hat mir das Ding aufgezwungen. Du kannst es gern haben. Ich schreib da bald wieder. Beste Grüße, Helmut. So, wen haben wir da? Hallo, Claudi. Hey, ich bin's, Prinz. Lebst noch, Claudi? Ich wollte dieses Ding nicht mit nach Hause nehmen. Darum schicke ich es dir. Das war's von mir, dein Prinz. Dein Prinz. Süß. Was schickt man dann, der Prinz? Ein Kleinchen. Ein T-Shirt, okay. Und ein Hemd. Steinzeit, Luft, geht lieber. Ich wollte ja heute eigentlich auch noch den morgigen Tag abarbeiten, weil am 14. muss ich zur Beerdigung und ja, ich weiß nicht. Ich schätze, ich werde da eher noch ein bisschen mehr Ablenkung brauchen und ich glaube, mit Animal Crossing kann ich mich eigentlich ganz gut ablenken. Und heute bin ich nicht so richtig voller Elan und wie gesagt, der morgige Tag wird vielleicht deprimierend genug. Ständig auf Beerdigungen zu gehen. Dabei sind so viele Leute eigentlich gar nicht in letzter Zeit gestorben. Das ist ja schon eine gute Weile her, ne? Dass der Fadi gestorben ist, dass der Edgar gestorben ist, dass sein Sohn gestorben ist, dass meine Oma gestorben ist und dann eben jetzt noch ist Maria, die Nachbarin. Das ist halt, ja gut, okay, sagen wir mal so, im engsten Kreis sind halt unfassbar viel gegangen. Ne? Vielleicht liegt es daran, dass ich irgendwie das Gefühl habe, von der Beerdigung zu latschen. Weiß auch nicht. Ja, und die 2 Jahre nach Corona sind auch so ein bisschen unwirklich, ne? Weiß auch nicht. Ich konnte mich auch nicht gescheit von Maria verabschieden. Die war ja ständig im Krankenhaus. Wenn wir sie besuchen wollten, hieß es dann wieder Corona und sie ist positiv getestet. Das war schon ein bisschen blade. Ungünstig, blade ungünstig, meine ich jetzt. Ne? Und ich bin so jemand, ich muss mich auf sowas vorbereiten. Das Verabschieden heißt, ich muss auch sozusagen die Leiche sehen, damit ich das irgendwie raff, damit das irgendwie Klick macht.
Ich meine, ich weiß, dass er gestorben ist, dass er tot ist, das ist mir schon klar. Aber trotzdem habe ich in letzter Zeit öfters mal so den Drang, wie zum Beispiel jetzt beim Zimtwaffelbacken, wo ich mir dann dachte... Also ich habe den kompletten Gedanken noch nicht mal ausgedacht, von wegen, das ist jetzt für sie so der eine Teil, weil ich habe sie jetzt in verschiedene Blechdosen verteilt, die Ladung Zimtwaffeln. Und ich habe jetzt nicht eine Dose speziell nur für Maria gemacht und dann ist mir erst aufgefallen, dass sie ja nicht mehr lebt, sondern ich weiß auch nicht, das war so ein natürlicher Vorgang wie Atmen halt. Und ich habe so ein bisschen den Impuls, so einen minimalen Impuls, so als würde es in den Händen zucken, für irgendwas zu greifen. Aber die Hand bewegt sich gar nicht, weil das Hirn das schon vorher sozusagen unterbrochen hat, den Impuls. Also es ist so ungefähr geht es mir, wenn ich dran denke, ach, ich könnte mal ihr was bringen, ihr was Gutes tun, sie mal wieder besuchen, sie einfach, ja, Zimtwaffeln vorbeibringen. So ungefähr läuft das. Weiß auch nicht, komisch. Ich bin irgendwie kein ganzer Mensch, wenn ich mich nicht irgendwie um jemanden kümmern kann, den ich ein bisschen betülle. Man muss ja auch irgendwo mit der Energie hin, ne? Und das habe ich dann halt, nachdem die Oma gestorben war, habe ich das an meiner Nachbarin so ein bisschen ausgelebt. So ein minimaler Teil mache ich dann auch mit Bekannten oder Freunden, Nachbarn. Das ist auch, ja, das verteile ich dann so, dass ich nicht allen also nicht einzeln auf den Keks gehe, sondern halt mehreren. Ich bin einfach zu viel für diese Welt. Ja, ich muss immer aufpassen, dass ich es nicht übertreibe, dass ich den Leuten nicht auf den Sack gehe mit meinem Betüdeln. Ach, das war ja ganz schlimm, wenn ich verliebt war. Da habe ich ja, also ich bin fast zu so einem 14-jährigen pubertierenden Stalker mutiert. Also ganz, ganz grauenvoll. Allein die Tatsache, dass irgendjemand auf sowas stehen könnte, wäre schon gruselig genug. Also ja, ja. Aber das war dann auch immer, da habe ich dann auch mal extrem übertrieben mit, ach Gott, so kleinen Geschenken und Tüdeli und Liebesbrief und ach Gott allein. Also ich war voll romantisch, also so romantisch wie ein 14-jähriger pubertierender Stalker sein kann. Oh Gott. Nee, wenn ich das so überlege, so im Nachhinein, jetzt wo ich relativ erwachsen bin. Denke ich dann auch. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Angeln. Achso, ich war mal. Angeln ist eine Sache, die man allein betreibt. Da ist rein. Man kann es nicht geheim. Man kann es nicht gemeinsam machen wie Sigi und die anderen. Das heißt so viel wie Zisch ab, ne? Ich angle immer mit einem Angelpartner. Wenn ich mit niemandem quatschen kann, werde ich total mischugge. mach's wie ich. Ich quatsch einfach mit mir. Ah, ich bin heute Morgen ganz früh aufgestanden, um ein gutes Plätzchen zu ergattern. Also für manche bedeutet ja Selbstgespräche, das ist so ein Zeichen von mittelschwerem Wahnsinn. Als Streamer ist das normal. Und ich bin zwar keine Streamerin, aber ja. Das, wenn du früher in einem leeren Raum als einziger standest und hast laut vor dich hingesprochen, wurdest du für verrückt erklärt. Machst du das, aber indem du die Hände faltest, heißt es beten. Nennt man es beten. Wenn du dabei die Hände gefaltet hast. Das war jetzt auch. Ja, erinnert.
Claudia, mach nur nicht mehr beim Angeln. Soll ich dir mal was mit der Angel schon erklären, Claudi? Die ist dünn, lang und widerspenstig. Ich sage mal, wieso geht das nicht? Der verarscht mich doch. Das ist mal ohne Scheiß. Was soll denn das? Ey, leg's mir am Arsch. Jetzt ist er auch noch abgehauen. Das Stinkpit. Stinkpit. Sandy hat mich eingeladen, aber jetzt frage ich mich, ob das der beste Platz ist, Quarki. Das sind ja schon putzig, die zwei, ne? Ah, Sigi hat mich eingeladen. Okay, Entschuldigung. Das war jetzt ein bisschen Vorschul-Alter-mäßig, ne? Wenn du mit einem Kumpel... Obwohl, wann fing das an? Mein bester Kumpel im Grundschule war ja der Uli. Und ich glaube, es war tatsächlich in der vierten Klasse, wo dann plötzlich angefangen wurde, ja, ihr seid verliebt. Und ich schaute den an, dachte mir nur, was quatschen du da für einen Käse? Uli war das unangenehm. Der, ich meine, weiß nicht, vielleicht liegt das daran, dass er ein Junge war und ihm... Weiß nicht, also ich habe das immer relativ gesehen, wie mich irgendeiner versucht hat zu ärgern, zu beleidigen oder so. Da dachte ich immer, was redest du da für einen Struss? Weil, stimmt ja nicht. Also, warum soll ich mich dann ärgern? Wenn es jetzt gestimmt hätte, wäre ich vielleicht peinlich berührt gewesen. Und dann hätte ich mich vielleicht aufgeregt, um das Ganze irgendwie klein zu reden oder so. Aber da es ja nicht gestimmt hat, war ich nur so, ja, Dummschwätzer halt, ne? Das ist besser. Hey, wie geht's? Hör mal, ich hab mich gefragt. Hast du dich inzwischen mit jemandem richtig gut angefreundet, hast du? Wirklich prima, das ist wahr. Lieber einen netten Nachbarn dabei als einen Bruder, der weit weg ist. Nun, ich finde Brüder in der Tat wirklich wichtig, ob sie nun weit weg sind oder nicht. Und Kumpel auch. Der Spruch ist Mist, hörst du? Sag mal, Claudia, was gibt's Neues, hörst du? Es geht so. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es bald anfängt zu schneien. Hattest du schon? Die Luft trägt so einen winterlichen Duft mit sich, weißt du? Hey, mach dir keine Sorgen. Es ist kein Problem, wenn du keinen Schnee magst. Ich werde ihn durch meine Körperwärme nach einem Training schmelzen lassen, hörst du? Ist klar. Setze dich mit deinem warmen Popo rein und dann ich das Ganze gegessen, ne? Das stimmt aber. Kurz bevor es schneit, hat es so einen ganz besonderen Geruch. Es kann aber auch sein, dass es dadurch wie Geruch sich anfühlt, weil die Nase eben so diesen dieses trockene Luftmilieu irgendwie vernimmt. Kann das dann also wie Geruch irgendwie so ein bisschen fehlinterpretiert werden vielleicht. Ich weiß es nicht so genau. Aber wenn ich an Schnee denke, dann denke ich daran, wie ich in die Schule getappt bin und es fing an zu schneien und es war noch so relativ dunkel und die fetten, dicken Flocken sind runtergefallen und haben dann den ganzen Schall verschluckt und man hörte nur noch Knirschen unter den Schuhen. Das ist so ein geiles Gefühl. Oder durch einen verschneiten Wald zu laufen. Und es schneit auch gerade, wenn dann auch der ganze Schall geschluckt wird. Das ist irgendwie total cool. Und gar nicht einengend. Normalerweise mag ich das nicht, wenn irgendwie sozusagen es
unnatürlich abgegrenzt ist, so wie zum Beispiel in animierten Filmen, wenn man den Horizont, wie soll ich sagen, also so ähnlich wie in Titanic, wenn der Horizont eben computeranimiert ist und du denkst dir so, ja, diese komische Weite, die da versucht wird zu suggerieren, ist keine Weite und du weißt ganz genau, da ist eigentlich eine Wand und das finde ich irgendwie unangenehm, das Gefühl, weiß auch nicht. So diese Fake-Weite, das ist, eklig. Wenn die Uhr noch 17 schlägt, dann muss ich schnell etwas essen, zu essen haben, Bebe. Dir geht's genauso, oder? Jemand hat letztens nach 19 Uhr gefragt, kann das sein? Und jetzt nach 17 Uhr. Bin mir nicht mehr sicher, ob er es war. Oh, gut, das ist gut. Da bin ich nicht der Einzige. Gut, was gibt's, Baby? Was gibt's Neues? Mach aus der 17 eine 16 und dann geht's. Ich frag mich, was Luke zurzeit alles so isst. Dieser Mensch aß Früchte, als ob es bald keine mehr geben würde. Ja, Loki war ein guter Kumpel von mir. Das bildet er sich nur ein. Natürlich stritten Loki und ich uns die ganze Zeit. Warte, nein, das war anders. Wir redeten die ganze Zeit. Der hat kein einziges Wort mit dir gequatscht. Kein einziges. Du kommst zwar aus seiner Stadt, aber er hat noch nie mit dir geredet. Ich weiß das ganz genau. Weil ich Loki bin und ich habe dich die ganze Zeit ignoriert. So, der Winfried, der wohnt ja hier. Ja. Habe ich dich vorhin die ganze Zeit ignoriert? Okay, der ist nicht da. Wo ist denn der? Oh, Helmut war auch vorhin noch hier. Sage mal, wo sind die jetzt alle hin? Och Mensch. Claudi, du Schuft. Was zum Teufel hast du eigentlich bis jetzt gemacht, Miausi? Ich hatte mich so darauf gefreut, heute Morgen mit dir zu sprechen. Bis ich plötzlich merkte, dass es draußen schon dunkel ist. Und jetzt ist keine Zeit mehr übrig, um zu reden. Was kann ich für dich tun? Okay, wie wäre es, wenn du einen wirklich seltsamen Brief für mich lesen würdest? Es wird überhaupt nicht lange dauern, das verspreche ich. Es ist von einer Person, die ich überhaupt nicht kenne und hat mich völlig überrascht. Wer weiß, wie er hierher geraten ist, Miausi. Zeig mal. Oh, du würdest ihn gern lesen? Ich bin mir sicher, dass er für dich nicht viel Sinn ergeben wird, Miausi. Er ist seltsam. Poetische Grüße, Kiki. Ich spüre den Wind. Er trägt mich hinweg. Wie die Wolken am Himmel, im fahlen Licht des jungen Tages. Mich lockt die Ferne. Ein unentdeckter Dichter. Also was denkst du? Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn, oder? Es ist schon fast beängstigend, wie er unlesbar ist. Ich glaube, ich habe noch nie... Ich habe noch mehr so Briefe, die genauso seltsam sind. Das nächste, was du... Nächstes Mal suche ich sie für dich raus, Miausi. Jetzt hatte ich mich schon darauf vorbereitet, ihr zu erklären, wie unfassbar furchtbar und gruselig der Brief ist, damit sie sich nicht aufregt, wenn ich sage, toll. Und jetzt will sie noch nicht mal meine Meinung wissen, also... Nein, doch. Ach. Claudi, meintest du mich etwa? Es sieht verdammt danach aus, Schätzchen. Wenn das nicht der Fall ist, warum begegnen wir uns dann erst zu so später Stunde? Egal, was gibt's. Unterhalt mich. Hey, darf ich dir etwas verraten? Ich verkaufe Rüben unter der Hand. Schon wieder. Sag mal, hast du Alzheimer? Das hast du mir gestern schon erzählt. Da falle ich doch nicht mehr drauf rein. Außerdem ist heute echt ungünstig, ne? Weil Sonntag. Als Sonderangebot verkaufe ich die nur für 5 Sterne pro Stück, Schätzchen. Ich kaufe nicht. Oh gut. Es ist schön zu sehen, dass du nicht diesen gierigen Rübenhändlern gehörst. Ich habe überhaupt keine Rüben, um ganz ehrlich zu sein. Der Rübenhandel ist die Wurzel allen Übels. Der Rübenraffia. Die Wurzel allen Übels. Ist, ja, es ist auch ein Wurzelgemüse, soweit ich. Oh Mann.
Hey, du bist Launi. Hast du den ganzen Tag geschlafen, weißt du? Nun, jeder hat seinen eigenen Lebensstil. Der eine ist besser als der andere, weißt du? Hey, warum sprichst du überhaupt mit mir, weißt du? Schenke so rum. Mir reicht. Nun lerne ich neue Leute kennen. Du und die anderen, ihr seid zwar nett, aber diese Stadt wird langsam langweilig und alt. Entweder ich muss hier raus und jetzt kommen endlich mal neue Leute, weißt du? Verstehe geil, was du willst. Die Wilma ist ja noch gar nicht so lange und das Sigi auch und Franka ist jetzt auch nicht so wahnsinnig lang hier. Ja gut, wir haben keinen anderen Bärli, ne? Also von daher. Was versteht der unter Leute? Claudi, nun, was für ein schöner Abend, nicht wahr, Kätzchen? Es macht mir nichts aus, es dir zu sagen. Wenn es Nacht wird, fühle ich ein unbändiges Verlangen, Leute zu sehen. Echt? Bei mir ist es so genau umgekehrt. Obwohl, ich bin Misanthrop, von daher. Leute, wer braucht denn Leute? Wie war das dann so am Anfang von Corona, als dann die Witze aufkamen von wegen... ich hatte so unfassbares Bedürfnis nach sozialem Kontakt und dann habe ich eine Folge Bachelor gesehen und dachte mir, wer braucht denn Leute? Oh, gemein. Meine böse Seele findet das lustig. Ich müsste mal wenigstens eine Folge gucken, damit ich mich überhaupt sozusagen gerechtfertigt drüber lustig machen darf, ne? Weil so habe ich immer nur von Hörensagen. Und sind das die mit den Rosen, die ihren Angebeteten eine Rose geben? Oder, weiß nicht, keine Ahnung. Scheinbar, das ist es. Ich habe gar keine Ahnung, mache mich trotzdem drüber lustig. Das ist nicht nett. Das ist nicht nett, nein. Kommen wir da gleich mal zur Sache. Was kann ich für dich tun, Kätzchen? Langeweile. Claudi. Hast du eigentlich immer da genau dasselbe Outfit an, Kätzchen? Nein. Nur eine Woche oder so. Was machst du denn dann, wenn du deine Sachen mal waschen musst? Drei Garnituren vom selben Ding. Bleibst du da den ganzen Tag zu Hause oder gehst du nackt vor die Tür? Ich weiß gar nicht, was du willst. Du hast Fell an und Klamotten. Man kann es auch übertreiben, Junge. Nun, du hast Glück. Ich bin bereit, dir auszuhelfen. Ich habe die große Güte, dir mein abgetragenes Outfit zu verkaufen. Mehrere. Oh, okay. Ich nenne dir 5 Outfits und sag dir, wie teuer sie sind. Dann kannst du Bescheid sagen, wenn dir eins gefällt. Wenn du bis zum Ende nichts sagst, musst du das 5. Outfit kaufen. Ob es dir nun gefällt oder nicht. Also, fangen wir gleich an. Hier ist das erste. Blumenoutfit 2. Also sag mal, nein, bis wir durch sind mit dem letzten. Du willst dich? Gut, hier ist das zweite. Ein 7er Outfit. Boah, 2000 noch was. Hast du auch eine Menge. Ganz grad laufen. Das hier auch nicht? Na gut, machen wir also weiter, Kätzchen. Hier ist ein Ausgeh-Outfit für den Spottpreis von nur 1000 Sternis. Wie klingt das? Ja, viel zu teuer. Du wartest noch immer. Denk dran, dass es nur noch 2 weitere Outfits gibt. Wenn du das nächste Outfit nicht nimmst, musst du das 5. auf alle Fälle nehmen. Das 4. Outfit ist ein Teddy-Outfit. Entzückend. Es kostet 2500 Euro. Alter! Also, das hier ist das letzte. Ob es dir nun gefällt oder nicht. Ich bin mal gespannt, wie viel sie mir davon abzieht, vor allen Dingen. Hier ist es. Du kaufst ein Maya-Outfit für fast 3000 Sternis. Du bist dieses Mal noch glimpflich davongekommen. Hier, bitteschön. Um ehrlich zu sein, ich bin mir nicht sicher, ob dir das Outfit stehen wird, Claudi. Natürlich steht mir das. Das steht mir hervorragend. Ich kenne das. Das ist so grün mit diese Schneckenformation, Steinschnecke, Deko, Eingravierung, Kiste. Achso, hier wohnt ja der Helge. Der Helge Schneider. Schneider, ja, genau. Oder auch nicht? Ach, Lupo. Okay, Licht ist nicht an. Kammeln den wieder alle ab, ey.
Habe ich da überall Outfits drin? Nee. Ich hoffe. Oh, Rosenoutfit. Strickoutfit. Ich hoffe, ich habe die alle. Ja, also ich hoffe, dass ich sie alle geschrieben habe. Wenn nicht, habe ich Pech gehabt. So, wie ist denn das? Das ist fürs Museum. Mal austauschen. Gut. Die kann ich dann alle wegschicken. Dann habe ich den Kram auch mal aus der Füße. Warum sind hier noch keine Lichter? Wir haben doch schon spät am Abend. Achso, in 3 Minuten geht wahrscheinlich erst das Licht an, ne? Mach hinne, Federli! Schick, schick! Beigeschlichen und dann auf den Hauptplatz getigert. Was ist denn hier los? Achso, jetzt werden sie sich sowieso alle durchwürfeln und ich komme jetzt nicht mehr an den Ballon ran, den ich gerade eben hier gesehen habe. Der war doch gerade eben hier. Ja, den hat's weggespawnt. Jut. Daheim. Vielleicht habe ich ihn vorhin auch wo ganz anders gesehen. Ich dachte, ich hätte ihn an der Brücke auf der anderen Seite der Brücke gesehen, aber irgendwie weiß ich nicht. So, wie ist es? Ach, du bist da. Okay. Oh, pardon. Hab gerade eben Kratzer im Rachen weghusten müssen. Wenn du
Wenn die Uhr 18 schlägt, dann muss ich schnell etwas essen. Du bist auch hier, schön. Dir geht's genauso, oder? Ach gut, das ist gut. Dann bin ich nicht der Einzige. Aber die hören mir gar nicht zu. Ich habe gesagt, nö. Warum geht's? Unterhalte mich. Kann ich dich mal was fragen? Wilma sagt mir, meine Klamotten seien zu klein. Claudi, glaubst du, das stimmt? Stimmt nicht. Ja, richtig, siehst du, ich dachte mir auch schon. Ich glaube, die Kleidung von Wilma ist zu eng. Tatsache. So, jetzt habe ich es Wilma aber gezeigt. Tausend Dank, Claudi. Glaub, die kleine dunkle Wolke über meinem Kopf ist jetzt weg. Ich möchte, dass du dieses Asia-Outfit nimmst. Das kleine Geschenk. Viel Spaß damit. Hey, du bist es, oder? Nun, der Abend ist noch jung. Hä? Was ist das für eine Begrüßung? Lass uns die Nacht durchmachen. Au! Also dann, au! Was für dich her? Was gibt's Neues? Du siehst heute wieder mal fürchterlich aus. Sag mal, such dir deine Mutti deine Klamotten aus. Hast du denn gar nichts Schickes zum Anziehen? Etwas, das nicht so ganz hässlich ist? Ach, wirklich nicht? Hier, ich schenk dir was. Ja, okay. Mal sehen, wie wär's mit einem Italo-Outfit? Willst du es haben? Au. Italo? Ach, dir gefällt das Italo-Outfit? Pff, keine Ahnung. Ja, wunderbar. Viel Spaß mit den neuen Klamotten. Ach ja, sie sind natürlich frisch gewaschen. Au! Italo-Outfit. Okay, es ist die Fahne. Ah, sieht auch ein bisschen nach Eiscreme aus, ne? So. Obwohl, Minze mit Erdbeer wäre. Hallo, du. Guten Abend, Claudi. Ich habe dich heute ganz da nicht gesehen. Hast du nur gepennt? Nun, ich hatte heute gute da. Ich könnte die ganze Nacht durchmachen. Jausi. Ey, sag an, was kann ich für dich tun? Ich hab Langeweile. Welche, was das bedeutet, wenn die Herbstfarbe die blaue Baumblätter in Utgard bedecke, ja? Das heißt, wir haben Herbst. Und das wird wiederum bedeuten, dass es sich bis zum Herbstfest nicht mehr lang dauert. Nimm wie lang dauert, so. Und nehme ich bloß die Zeit her, um alles zu kochen? Es wäre spitze, wenn ich nichts zu tun hätte, außer essen. Entemisten. Kann ich vielleicht bei dir vorbeikommen? Hä? Wie? Hä? Bei mir vorbeikommen, um bei mir zu essen, oder wie? Hey, ist ziemlich dunkel geworden, ne, boah. Entweder das oder meine Augenspinne. Hey, sag an, was kann ich für dich tun, Claudi? Was geht so? Claudi, dein Name klingt für mich wie was er esse. Oh, jetzt weiß ich aber, warum nicht das geklappt hat. Ich habe so ihr ganz leckeres Obst vom Kranga bekommen. Das Problem ist jedoch, dass ich eine neue Diät mache. Ja, es ist irgendwie verrückt, aber ich versuche den Fettanteil mal von meinem Körper auf endständiger Wert zu bringen. Deshalb kommst du jetzt der Apfel kostenlos. Glück für dich. Ich weiß, es ist nicht wirklich sahnig, es ist auch nicht wirklich felsig, es ist halt so ein Mischding. Es sei mir verziehen, dass ich nicht akkurat Dialekt spreche. Es ist nun mal... Ja. In meiner Kindheit bin ich in der Pfalz groß geworden.
meine eine Hälfte Familie sind halt Saarländer, die andere Hälfte sind Pfälzer. Wobei Pfälzer, ne, Ludwigshafen und Mannheim ist ja auch, ne, also das ist gefühlt eine Großstadt. Eine einzige riesige Stadt. Gefühlt ist es natürlich nicht wirklich. Vor allen Dingen im Organisatorischen. Da versuchen sie sich schon gegenseitig so ein bisschen was wegzunehmen. Außer bei der Fasnacht. Das ist eigentlich ganz schön, dass der Zug von der einen Stadt in die andere Stadt läuft, fährt. Fischoutfit, hä? Okay. Okay, gut. Hallo Claudi. Guten Tag Claudi. Isst du auch regelmäßig? Das hier habe ich neulich gekauft, aber ich brauche es eigentlich nicht. Nimm du es. Das war's erstmal. Tschüss in Freundschaft, Kiki. Diese irre Katze. Oh, Gérard. Claudi, er hat mich sehr gefreut, mal wieder von dir zu hören. Es ist meine Art, Danke zu sagen. Fang jetzt nur nicht an zu heulen. Pass auf dich auf, Gérard. Ich könnte eigentlich schon wieder jede Menge schreiben, weil jede Menge Outfits. So, jetzt gehe ich sie erstmal verkaufen, sonst habe ich keinen Platz. Ach, mit euch habe ich noch gar nicht gesprochen. Von euch habe ich ja nur Briefe erhalten, gell? Ach, und hier war ich auch noch gar nicht. Gehen wir mal jucken. So. Gibt's solche Schilder wirklich, wo dann draufsteht, verringern Sie bitte Ihre Geschwindigkeit? Bei uns ist das einfach nur Stau, ne? Stauschild. Das heißt, da ist schon impliziert, dass du bitte schön da nicht reinrast wie ein Bekloppter. Mir ist das ja mal passiert. Also ich war in einem Stau und ich gucke in den Rückspiegel und dann so, vier oder fünf Autos hinter mir rast dann halt einer ins Stauende. Das war total unwirklich, das im Rückspiegel zu sehen. Das war richtig, richtig schräg. Also der fuhr dem halt auf und dabei hüpfte sein eigenes Heck vom Auto, hüpfte dann, also was heißt hüpfte? Also das bog sich dann in die Luft, also mit der Schnauze sozusagen in dieses eine Auto rein und dann hob das Heck hinten ab und klatschte dann wieder auf die Fahrbahn und das war total, wie gesagt, unwirklich. Und dann sprang der Fahrer dieses Unfallautos, sprang raus, um zu gucken, ob der vorne dran, auf den er draufgeschossen ist, noch in Ordnung ist. Das war, also ich meine, der hatte mehr Schreck als alles andere wahrscheinlich, aber das war schon faszinierend zu sehen, also krass. Also dabei zu sein und es war kein Film, aber es fühlte sich wie ein Film an irgendwie, weil im Rückspiegel halt auf diesem kleinen Display sozusagen, also war total, weiß auch nicht, merkwürdig. Mal sehen, du bist, nein, sag nicht Claudi, richtig? Oh Mann, wenn du um diese Nachtzeit unterwegs bist, musst du völlig verpennt haben, Gurt. Also was willst du? Was gibt's? Mann, sind das wirklich tolle Klamotten. Du hast ein gutes Auge für Mode, das sehe sogar ich. Ich habe nur alten Fisch an.
Gute Kleidung gehört zu den kleinen Freuden im Leben. Du weißt, wovon ich spreche, Gurb? Wenn dich jemand wegen deiner Kleidung kritisiert, lass es mich wissen. Ich bin dein größter Modefan. Du solltest dein Geld und deine Zeit in Kleidung investieren und Modeguru von Utgard werden. Bin mir nicht so sicher, ob das wirklich... Ich meine, es haben mir jetzt schon zwei Leute gesagt, aber ihr beiden, ihr seid normalerweise ziemlich verfressen. Also ihr habt andere Prioritäten als zum Beispiel Kleidung. Du meine Güte, es ist schon 18 Uhr, Quarki. Es muss doch einen Grund geben, weswegen du hierher kommst. Plaudern wir? Du weißt, dass die Sieger der Angelturniere durch die Größe der gefangenen Barge ermittelt werden, ja? Ich glaube, einige Leute verstehen das nicht ganz. Sie denken, es hängt von der Anzahl der Barge ab, die sie gefangen haben. Aber das ist falsch. Und wenn man so anderen erklebt? Warte mal, wie ist denn... Achso, ich hab doch... Ich hab ja hier noch Zeugs. Ja, ganz vergessen. Das sind jetzt aber nicht die neuen Briefe. Das sind die, die vorhin noch auf der Theke lagen, denke ich. Ach, schon wieder die Ecke. Schon geordnet. Was haben wir dann? Ah, die Claudia. Hallo, Claudi. Tagchen. Was machst du? Die Ausstattung deines Hauses? Mensch, Claudi, das Ding könnte dir doch gefallen. Schenke ich dir. Ich vermisse dich. Bis bald. In Freundschaft, Claudia. Oh. Berlin. Claudi, vielen Dank für den Brief. Ich will gleich antworten. Hier ist ein Geschenk für dich. Habe ich kürzlich erst gekauft. Ich schreibe bald wieder. Modische Grüße, Wimmer. Modische Grüße. Achso, die hat mir tatsächlich das hier geschickt, ne? Das Schachoutfit, ich weiß nicht. Ich hab mich langweilig. Ja, gefällt mir nicht. Nein, finde ich doof. Schwarz. Schwarz ist doof. Weiß geht. Schwarz ist doof. Gut, dann verkaufen wir das auch gerade noch. Der Helge hat's am besten gemacht. Ey. Sehr schön. Wetterprognose. Im November erwarten wir die ersten Schneeflocken und sinkende Temperaturen besonders nachts. Passt auf, dass ihr euch nicht erkältet.